Weil wir geben in ein Business, was wir als Arzt selber aufbauen, mit all unserer Expertise, mit unseren Überzeugungen, mit unseren Fortbildungen, unsere Persönlichkeit ja mit rein. Und da gibt es keinen, der vergleichbar ist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, die Blue Ocean Strategie beschäftigt viele von uns seit langer Zeit, unter anderem eben auch meine heutige Interviewpartnerin Dr. Franziska Rudolph und mich. Darüber haben wir uns im Bereich Social Media kennengelernt und haben uns ausgetauscht darüber und ich habe sie hier in den Podcast eingeladen. Dr. Franziska Rudolph ist Medizinerin, fertige Gynäkologin und sie hat über die Jahre hinweg ein Business Coaching aufgebaut für Medizinerinnen und hilft insbesondere den jungen Ärztinnen oder Ärztinnen in ihrem Job, in ihrer Praxis erfolgreicher zu sein oder eben auch über das Business Praxis hinaus. Und das war Grund für mich oder Grund genug für mich, sie in den Business Talk Podcast hier einzuladen. Sie selber lebt das Arztsein in unterschiedlicher Art und Weise. Auf der einen Seite ist sie selber begeisterte Medizinerin und versucht in ihr Leben das Thema Ganzheitlichkeit, menschlicher Körper, kann eben nicht losgelöst von Seele, Umfeld und von der eigenen Geschichte gesehen werden, sondern es geht immer um das ganzheitliche Verständnis. Und das merkt man auch in ihrem Tun. Gleichzeitig lebt sie mit ihrem Ehemann, mit ihren Kindern, mit dem Hund, auch in einer Ärztefamilie. Der Mann hat eine eigene Praxis und in der Franziska eben auch begleitend als Beraterin und Coach tätig ist. Und so ist sie nah genug dran in allen Geschehnissen rund um das System, was uns in dem Umfeld der Gesundheit hier immer wieder sehr, sehr beschäftigt. Sie hat gleichzeitig einen Podcast, das ist der Erfolgspodcast für Medizinerinnen. Und wir verlinken natürlich alle Informationen zu Franziska in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß im neuen Business Talk Podcast mit Dr. Franziska Rudolph. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich habe heute eine sehr, 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 sehr spannende Interviewpartnerin. Und zwar, wir sprechen heute mit Dr. Franziska Rudolph. Wir beide haben uns kennengelernt, das habe ich ja gerade schon gesagt, über das Social Media. Wir haben uns auch noch nie persönlich getroffen. Und deshalb bin ich nach wie vor so begeistert von diesem Thema Social Media. Und wir steigen jetzt einfach mal ein mit meiner Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Franziska Rudolph? Was macht sie beruflich und privat? Mit eigenen Worten und nochmal ein herzliches Willkommen, liebe Franziska, im Business Talk Podcast. Ja, vielen Dank, lieber Oliver. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf und mein Projekt vorstellen darf. Und ja, wer bin ich? Ich bin Dr. Franziska Rudolph. Ich bin Ärztin. Privat bin ich auch Ehefrau und Mama und Hundemama. Und mein Privatleben ist mir sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig ist mir die Medizin aber auch unheimlich wichtig. Ich habe als Gynäkologin gearbeitet, also war in der Assistenzarztausbildung über 5 Jahre, habe mich dann aber entschieden, den aktiven Arztdienst zu verlassen, um Ärztin oder vorrangig Ärztinnen in meinem Fall zu helfen, ihr eigenes Business aufzubauen als Ärztin. Ich liebe die ganzheitliche Medizin, die ganzheitliche Sicht auf den Menschen als alles, was ihn halt betrifft. Also es gab ja auch die Frage, was ist Gesundheit für mich? Für mich spielt halt alles zusammen, der Körper, der Geist, die Seele und für mich geht nichts ohne das andere. Und Gesundheit ist halt nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern auch alles, was dazwischen ist. Und aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass unser Gesundheitssystem leider diese Arbeit am Ganzheitlichen nicht wirklich abbildet. Aus meiner Erfahrung, auch aus unserer eigenen Praxis. Also mein Mann hat eine Zahnarztpraxis, die ich sehr stark unterstütze, auch im wirtschaftlichen Bereich und der Außenwirkung, Außenkommunikation.
Auch da begegnet es uns immer wieder, dass ganzheitliches Arbeiten als Arzt, Zahnarzt von den Kassen nicht unterstützt wird, sondern ja fast noch torpediert wird. Mhm. Und aus meiner Sicht brauchen wir einfach eine dritte Art und Weise zu arbeiten, was es uns ermöglicht, langfristig mit Patienten zu arbeiten, langfristig auf den Patienten einzugehen, mit ihm eine Beziehung aufzubauen, um ihn wirklich als Ganzes abholen zu können. Und gerade ist das eben nur in einem Setting möglich, was außerhalb der Kassenmedizin und diesem System stattfindet. Und dafür dürfen Ärzte lernen, wie sie ihr eigenes Business aufbauen und diese Menschen finden, die ihr Angebot brauchen. Das ist ja schon alles sehr umfassend. Ich möchte noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir dann auch wirklich darauf eingehen, was du in deiner Dienstleistung oder mit deinen Klienten oder auch anbietest. Und das ist ja nicht nur ein Business für dich, sondern das kann man ja auch lesen, indem man sich mit deiner Webseite oder mit deinen Posts oder mit deinem Leben beschäftigt, dass es wirklich auch eine Herzensangelegenheit ist, was du da machst. Du hast gesagt, du bist, ich habe mir aufgeschrieben, Mama und Hundemama und Zahnarzt. Dein Mann ist Zahnarzt, Zahnarztfrau hätte ich fast gesagt. Aber dann, gut, dann ist dein Mann ein Gynäkologen, Ehemann. Also, so wäre das ja im Umkehrschluss. Aber ich finde immer diese, natürlich auch, wenn man unternehmerisch denkt, und das tust du ja, und du schulst ja auch andere in dem unternehmerischen Denken, dann spielt das Thema Familie, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden immer durch, eine große Rolle. Also sowohl als auch. Wie empfindest du das, dieses Familienleben als Unternehmerin? Ist das ein Ausgleich oder ist das eine Basis oder ist das vielleicht auch hin und wieder mal belastend? Tatsächlich empfinde ich es als sehr, sehr viel besser vereinbar durch dieses Online-Arbeiten als mit meinem Arztberuf. Da hatte ich immer das Gefühl, meine Kinder stehen hinten an. Mhm. Mein Mann ist sehr gut für sich selber, der kann sehr gut für sich selber sorgen und wir haben immer Zeit für uns gefunden. Da war nie das Problem, aber bei meinen Kindern, ich habe halt einfach das Gefühl, dass gerade meine Kinder, und das hat vielleicht manche weniger, manche mehr, aber ich habe das Gefühl, dass meine Kinder mich definitiv brauchen, auch mit unseren gesellschaftlichen Entwicklungen und so weiter. Und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, das alles verbinden zu können, für sie da sein zu können. Und auch da stellte sich für mich immer die Frage, wie kann ich jetzt 56 Stunden Klinikwoche mit meiner Familie so vereinbaren, dass keiner hinten ansteht? Mhm. Und das sehe ich als sehr herausfordernd. Und auch da ist tatsächlich ein Herzensanliegen von mir, dass wir generell mehr auf den einzelnen Menschen im System schauen, dass wir das lernen, dass wir für jeden einzelnen Menschen mit all seinen Bedürfnissen einen Platz schaffen. Und für mich war nochmal eine ganz, ganz interessante Erfahrung, als ich mein Business gegründet habe, und du hast es schon richtig gesagt, da ist einfach viel Herzblut dabei, das ist viel innere Überzeugung. Ich liebe dieses Thema und ich liebe es, mich da weiter fortzubilden und zu lesen. Und plötzlich war ich in einem Bereich, wo sich Arbeit und Hobby irgendwie ja, miteinander verbinden. Also ich mache mit Sicherheit genauso viele Stunden wie vorher, also mit Sicherheit 56 Wochenstunden, aber es fühlt sich nicht mehr so an, weil es einfach mein Hobby ist, was ich gerade mache. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Kunst, dass man so alles miteinander verbindet und ja, nichts hinten anstellen muss. Mhm. Also das hängt ja sehr stark auch mit natürlich einer persönlichen Einstellung oder auch mit dem persönlichen Empfinden zusammen. Also wo fühlt man sich wohl auf der einen Seite? Und ich natürlich auch ein sich lösen aus so einem gesellschaftlichen Zwang. Ne? Also dieses, du bist Ärztin, du hast doch studiert, warum gehst du jetzt da raus? Also dafür hast du das doch nicht gemacht. Also das hört man ja noch ganz häufig. Ich glaube aber, die persönliche Zufriedenheit, und das höre ich ja bei dir raus, auch bezogen auf, wir haben uns ja auch für Kinder entschieden, also dein Mann und du haben ja bewusst gesagt, wir möchten Kinder, denke ich zumindest. Und dann ist es natürlich auch eine Verantwortung, sich dem zu stellen und zu sagen, ja, ich habe das eine gemacht, aber mir ist eben dieses Familiäre so wichtig, dass wir eine Lösung suchen, diese Dinge miteinander zu verbinden. Und dann passiert es plötzlich, dann wird es eine Einheit. Und dann ist ja die Frage auch nicht mehr, wie viel arbeite ich denn überhaupt, sondern es passt einfach zusammen. Und dann entsteht eine Zufriedenheit. Ne? Und wenn ich mich, ich habe mich ja im Vorfeld auch mit dir beschäftigt, ein bisschen geguckt, und ich finde, man hört das raus. Man sieht das, wenn man Bilder von dir sieht, dass das ja viel mehr ist als ein Job, den du da machst. Ne? Also, und dass dann eben daraus auch etwas entsteht. Und ich finde immer, man kann den Menschen irgendwo hindrücken.
also in eine Richtung, oder man kann Menschen anziehen und eine Sogwirkung erzeugen. Und das ist natürlich viel schöner. Und ich denke, und jetzt kommen wir mal auf dein Business, ist ja vielleicht das, was du auch möchtest. Du möchtest ja die Menschen, die dir folgen, dass die dir aus Überzeugung folgen. Ja. Du hast etwas sehr Schönes gesagt oder auf deiner Internetseite stehen, was ich mal aufgreifen möchte, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Nämlich einmal das Thema, wie kann ich denn ganzheitlich arbeiten? Wie kann ich aber trotzdem ja, wirtschaftlich arbeiten, ökonomisch arbeiten oder ein Business aufbauen? Da wollte ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Wie kriegst du diese beiden Dinge kombiniert? Weil das ist ja oft die große Kunst, zu sagen, ich mache das eine und das andere. Das ist sehr, sehr spannend, die Frage, weil aus meiner Sicht hat das ganz, ganz viel mit dem Selbstwert, den wir uns geben, zu tun. Mhm. Ich habe noch nicht so richtig die Antwort darauf gefunden, warum es uns Ärzten so schwer fällt, einfach Preise für unsere Leistung anzusetzen, die nicht im Kassensystem abgebildet sind. Mhm. Also ich habe wirklich mit ganz, ganz vielen Ärztinnen und Ärzten gesprochen und wir hatten das auch als Thema gerade am Anfang in der Zahnarztpraxis von meinem Mann, dass es darum ging, ja, ich kann eine Leistung einfach nicht für einen Spottpreis raushauen, wenn ich meine Angestellten noch adäquat bezahlen will, wenn ich Materialien verwenden möchte, die qualitativ hochwertig sind, wenn ich mir auch für jeden einzelnen Patienten die Zeit nehmen will, die er braucht. Und dafür darf ich kalkulieren. Ich darf überlegen, welchen Stundensatz brauche ich, um wirklich wirtschaftlich zu arbeiten, sodass am Ende auch was für mich zum Leben übrig bleibt. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, kaum einer von uns hat diesen Beruf als Arzt gewählt. Nicht auch ein bisschen aus dem Punkt, dass ich meine Leidenschaft, Menschen zu helfen, mit einem guten Einkommen verbinde. Mhm. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn man darüber spricht, dass es fast schon wieder wie ein Tabuthema ist. Mhm. Warum dürfen wir Ärzte nicht auch gerne Geld verdienen? Im Endeffekt möchte ich ja nicht einen riesen Luxus, also ich spreche jetzt mal von mir. Mir geht es nicht darum, eine Luxusvilla zu haben, im Pool, im Garten, einen Poolboy und was weiß ich, einen Gärtner, sondern mir geht es darum, dass ich gut mit meiner Familie lebe und gleichzeitig auch die finanziellen Mittel habe, etwas wirklich zu bewegen. Und tatsächlich kann ich das dann, wenn ich diese finanziellen Mittel auch wirklich generiere. Mhm. Und nochmal auf dem Selbstwert zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass wir schon im Studium lernen, dass wir uns einem System unterordnen. Wir zählen in diesem System nur etwas mit Zertifikaten und irgendwelchen Zusatzbezeichnungen. Und auch der am längsten bleibt, der kriegt vielleicht die meisten OPs. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Also wir wachsen in einem System auf, wo der Einzelne an sich mit seinen Interessen nicht zählt, sondern nur seine Leistung im System. Mhm. Und gerade wenn wir dann eben rausgehen in eine Praxis und wirklich uns selber verwirklichen könnten, fällt es uns an der Stelle dann schon wieder sehr, sehr schwer. Wenn ich jetzt eine Zusatzfortbildung mache, wie in der Body-Mind-Medicine, dann hat es mich sehr erschreckt, dass bereits in der ersten Vorlesung zu dieser Fortbildung, ich habe das nur gehört, aber gesagt wurde, ihr könnt euch damit nicht finanzieren. Aber es ist so ein tolles Konzept. Ich verbinde den Menschen als Ganzes und therapiere ihn als Ganzes. Warum soll das nicht einfach auch Platz haben? Es gibt diese Menschen, die das brauchen, die merken, sie sind eigentlich gesund. Keine maschinelle Untersuchung, keine laborchemische Untersuchung findet irgendwas, warum sie doch eigentlich sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper. Ja, woran liegt es dann? Mhm. Darf ich nicht einfach auch mal, ist es nicht auch Therapie, einfach mal mit einem Menschen zu reden und ihn wirklich wertschätzend zuzuhören? Ich glaube nämlich schon. Mhm. Aber das ist tatsächlich, gerade dieser Zeitfaktor ist einfach nicht abgebildet. Und deswegen dürfen wir das lernen, wie wir es in einem Business umsetzen. Ich finde, der Ansatz ist wirklich sehr, sehr schön. Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich diese Woche geführt habe, im ganz anderen Kontext. Da ging es um das Thema übergewichtige Menschen, die gerne ein Problem haben mit dem Gewicht und das gerne verlieren möchten. Und derjenige, mit dem ich gesprochen habe, der sagte zu mir, zu 90% liegt es nicht am Essen und nicht an der Bewegung. Es hat immer ein Mindset beziehungsweise ein psychologisches Problem, was irgendwo verankert ist oder ein Problem, noch nicht mal ein Thema, sagen wir mal. Und das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, dass auch das hier ein Thema ist, also nicht abnehmen, sondern
die Wertschätzung für die eigene Arbeit, also für das, was ich leiste und was ich am Patienten erbringe, dass das gewertschätzt wird in einer Form, dass ich Geld dafür nehmen kann und auch ausreichend Geld dafür nehmen kann, dass ich die Verantwortung, die ich habe für meine Mitarbeiter, für meine Patienten, für mich selbst, für meine Familie übernehmen kann in dem Moment. Denn nur, wenn ich Geld dafür nehme, in adäquater Höhe, unabhängig von dem, was du gerade gesagt hast, komme ich gleich auch nochmal drauf, aber dann kann ich ja auch sagen, ich kann das tun und allen wird es gerecht, den Patienten, meinen Mitarbeitern, meiner Familie, mir selbst, damit ich das wertschätze. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst, das in die Ärzteschaft zu bringen. Und deshalb bin ich dir sehr dankbar für diesen Satz, den ich mir nochmal angestrichen habe. Ich begleite dich zu deinem eigenen profitablen Business als Medizinerin oder als Mediziner. Ich würde es jetzt mal vertragen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, das zu erkennen, dass das wichtig ist. Denn nur wenn es mir selbst gut geht, kann ich dafür sorgen, dass es auch anderen gut geht. Und da vergisst man sich vielleicht schon mal sehr in dem Arztsein, dass ich vieles tun kann, nur weil es eben vorgegeben ist oder wie es vorgegeben ist. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn einer sehr unternehmerisch unterwegs ist? Also ich sag mal dieses, du hast vorhin gesagt, kein Pool, kein großes Auto, keine Villa. Wäre das im Umkehrschluss verwerflich, wenn das jemand tun würde? Oder ist das vielleicht seine Art, das auszudrücken? Ja, ich glaube schon. Also ich bin da sehr, sehr neutral, weil für jeden ist etwas anderes Glück. Ich habe mein Glück tatsächlich darin gefunden, andere bewegen zu können. Ne? Mhm. Also ihnen die Möglichkeit zu geben, so zu arbeiten, wie sie es wirklich fühlen und auch leidenschaftlich ihr Leben lang machen können und eigentlich gar nicht damit aufhören wollen. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich nicht Luxus mag, aber ich glaube, es ist eben so, dass dann von außen immer gesagt wird, also das ist auch ein ganz großes Thema gewesen bei meinem Mann, wenn er die Preise anhebt, hat er gedacht, Mensch, dann denken die Patienten, ich finanziere nur meinen Lebensstil. Mhm. Und darum geht es ja gar nicht. Also das ist halt das, was immer von außen so wirkt, aber im Inneren sind da ganz andere Überlegungen, nämlich wie ich wirklich eine Qualität bieten kann und diese auch dann letztendlich sich profitabel umsetzen lässt. Mhm. Profitabel bedeutet, dass eben nach allen Abzügen, und zwar den Mitarbeiter, der mit an dieser Leistung beteiligt ist, die Materialien, die mit beteiligt sind, die Zeit, die ich dann tatsächlich verbinde oder in dieser Tätigkeit verbrauche, dass dann eben auch noch etwas dafür übrig bleibt, dass der Arzt an sich, der alle Kosten hat, noch was zu essen hat. Mhm. Und ich meine, tatsächlich ist es wirklich ein sehr, sehr energieaufwendiger Beruf, weil wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit anderen Menschen, mit den Sorgen von anderen Menschen. Und dann brauchen wir auch den Ausgleich. Und wenn dann nur noch 2 Stunden abends übrig bleiben und ich das manchmal in manchen Posts höre von Ärzten, die sagen, sie arbeiten als Oberarzt in irgendeiner Uniklinik und sagen, ich sehe meine Kinder genau 2-mal am Tag, morgens schlafend und abends schlafend, das finde ich ganz schlimm. Weil das hat für mich nichts mehr mit Lebensqualität zu tun und ich denke tatsächlich in unserer Generation mittlerweile für sehr, sehr wenige Menschen. Weil ich glaube, dass der Hang danach, sich doch so ein bisschen selbst zu verwirklichen außerhalb des eigenen Berufes, doch immer größer wird. Und dazu gehört einfach auch eine Familie zu haben, mit der Zeit zu verbringen, mit der Zeit zu genießen und das eben auch schön und vielleicht auch mal in den Urlaub zu fahren. Das wollen, glaube ich, wir alle. Absolut. Ich glaube, dass eben auch dass man sich das als Mensch und natürlich auch als Arzt, als Mediziner, als Ärztin eingestehen muss, dass das genau richtig ist und auch in Ordnung ist, dass man das darf. Jetzt ist natürlich so, wir bewegen uns gerade in dem System gesetzlicher Versicherung oder auch privater Versicherung, also in dem ersten Gesundheitsmarkt, in einem sehr regulierten Markt, an dem alle irgendwie teilhaben wollen, indem sie Leistungen anbieten, die dann über die Kassen, wer auch immer, privat oder gesetzlich abgerechnet werden. Deshalb ist der Markt so attraktiv und deshalb wollen da so viele rein mit allen möglichen Themen. Jetzt bewegen wir uns aber immer weiter auf einen Markt, ich würde mal sagen, den zweiten Gesundheitsmarkt, der ja schon da ist, wo wir dann mit Leistungen, die Selbstzahlerleistungen bedeuten, die Präventivmaßnahmen bedeuten, uns oder Mediziner, Medizinerinnen neue Möglichkeiten geben, ihr Business aufzubauen. Und aus meiner Sicht kommt jetzt der dritte Gesundheitsmarkt, also ein patientenbestimmter Markt, in dem der Patient
wählerisch wird, nenne ich es jetzt mal, und sagt, auf welchen Arzt möchte ich denn in Zukunft zurückgreifen? Welche Ärztin möchte ich denn haben? Einen Menschen dahinter, der mir vielleicht auch Empathie entgegenbringt, indem er vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, indem er seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darauf abstimmt, mich als Patient in den Vordergrund zu stellen und nicht die Dienstleistung. Und das ist ja, so habe ich es auch verstanden, in die Richtung, in die du gehst, in deiner Beratung genau das in den Vordergrund zu stellen. Jetzt hast du dich spezialisiert auf Medizinerinnen. Gibt es da einen Grund für? Tatsächlich. Erstmal denke ich, dass gerade dieser Punkt mit der mit dem Selbstwert geben und selbst einschätzen ein sehr, sehr weibliches Thema ist. Wir Frauen neigen dazu, sehr aufopfernd zu sein. Und Frauen fällt es tatsächlich schwerer, ihren Wert in Monetäres umzusetzen. Mhm. Und da liegt so ein bisschen mein Herz, weil ich glaube, dass gerade Frauen sehr intuitiv sind, oft sehr empathisch sind. Also ich möchte das keinem Mann absprechen, aber ich komme gleich dazu, warum das mir leichter fällt. Und dass das oft nicht übereingeht. Sie wissen dann gar nicht mehr, wie sie letztendlich sich im medizinischen System umsetzen sollen und gehen dann vielleicht den Weg, um alles übereinzukriegen und gehen zum MDK oder in ein Amt und sind dort Amtsarzt. Und das tut mir weh, die Expertise, die sie haben und das, was sie tatsächlich bewegen könnten, wenn sie halt so arbeiten könnten, wie sie es wirklich wollen. Und sich einfach trauen, das quasi selbstständig zu machen. Warum das Männern aus meiner Sicht leichter fällt, ich habe ja da ganz viel Erfahrung mit meinem Mann, den ich ja auch so einfach immer wieder coache, mit allem, was ich lese, sage ich ihm und wir setzen es um. Und es ist wirklich so, er liest das, setzt um, sagt dann, oh Mensch, hat wirklich funktioniert, mach jetzt immer so, fertig. Also ich habe das Gefühl, Männer denken einfach anders. Wir Frauen, wir durchdenken das. Wir versuchen das zu fühlen, bevor wir es tun können. Und bei Männern ist es so, sie fühlen es noch nicht, setzen es eins zu eins um, systematisch. Ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber nach meinem Gefühl funktioniert es sehr gut. Auch beim Ultraschall war das damals schon so. Und es funktioniert und sie machen es immer weiter so und irgendwann verstehen sie, was sie gemacht haben. Für uns Frauen funktioniert es tatsächlich ein bisschen anders. Und da schließe ich mich mit ein. Und deswegen liegt da mein ganz, ganz großes Herzensanliegen. Und ich glaube auch, dass ich die Sprache der Frauen etwas besser spreche, weil viele Männer, also wir haben auch viele Ärzte im Freundeskreis, die belächeln mich mit dem, was ich mache. Aber ich fand jetzt auch ganz spannend, was du gesagt hast, weil ich beschreibe das tatsächlich auch so mit dem dritten Gesundheitsmarkt. Also ich nenne es ein bisschen anders. Ich sage immer, wir brauchen eine dritte Art und Weise zu arbeiten, neben Klinik und Praxis, mit all den Leistungen, gesetzlich und privat, die einfach jetzt die Bedürfnisse unserer Patienten abdecken und auch die Bedürfnisse der Ärzte. Mhm. Ich glaube, erstmal habe ich mir das nicht ausgedacht, das habe ich auch, das ist auch von anderen Menschen, die viel schlauer sind, die sich viel länger mit dem Thema beschäftigen, tatsächlich so eingeleitet worden. Und das, was jetzt folgt, ist so das Thema Lean Management, also tatsächlich Anlehnung auch an andere, also mal gucken, was machen andere Märkte und wir übernehmen etwas aus anderen Märkten ins Krankenhaus, in die Praxis, das finde ich super spannend. Und wir orientieren uns mal endlich nur nicht an uns selber, sondern an Dritten, nämlich an Patienten. Was wollen die tatsächlich? Für mich ist das eine Frage der langfristigen Betrachtung tatsächlich. Wir werden ja nicht, ich würde mich freuen, wenn wir beide unseren Teil dazu beitragen, dass wir immer ein Stück weiter uns entwickeln. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht in den nächsten 24 Monaten passieren, also in den nächsten 12 Monaten. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man immer wieder ansetzt, um diese Dinge auch sowohl beim Patienten, beim Arzt, bei der Ärztin, aber auch im System anzusprechen, damit sich was tut und damit sich da was entwickelt. Und deshalb ist der Ansatz von dir, und das tust du ja auch nicht nur, indem du mit Ärzten oder Ärztinnen eins zu eins arbeitest, weil auch du bist Podcasterin. Du hast einen Podcast, in dem du das auch zugänglich machst für Leute, die sich das anhören wollen und sagen, oder für die Mediziner, die sich anhören wollen, auch mal ganz andere Blickwinkel auf diese Themen zu bringen. Und das, finde ich, ist so wertvoll. Also viele fragen mich immer, Mensch, warum machst du diesen Podcast? Ja, es ist eben ein Teil für mich in diesem Baustein, wie können wir unternehmerische Themen mehr in die Ärzteschaft bringen. Und ich habe bei so zwei, drei Podcasts reingehört, die du machst. Ich würde gerne, dass du selber ein bisschen erzählst aus diesem Thema Podcasting. Wie trägt der Podcast für dich zu deinem Gelingen bei?
Ich glaube, dass Ärzte sehr vorsichtig sind, also nach meinem Gefühl. Gerade was Versprechen angeht, dass etwas wirtschaftlicher wird. Wir haben gar nicht gelernt, was Wirtschaftlichkeit bedeutet. Wir sind unheimlich gut ausgebildet in der Medizin, aber lernen nichts zum Thema BWL, mal ganz grob. Und dadurch, denke ich, ist auch eine gewisse Unsicherheit da und auch aus den Geschichten von gerade jetzt so den 2000er Jahren, auch meine Schwiegermama, die ist ja Ärztin und ist mittlerweile 67 und auch die ist Finanzanlageberatern auf den Leim gegangen. Und ich weiß nicht, ob sich das einfach über Generationen durch Erzählungen so fortsetzt. Wirtschaftlichkeit ist ein Thema, was sehr sensibel gehandhabt wird auch und sehr vorsichtig beäugt wird. Und ein Podcast ist ein kostenloses, ein kostenfreies Angebot. Dort kann jeder reinhören, der sich in irgendeiner Weise dafür interessiert, für die Themen interessiert. Und ich finde, eine Stimme und so, wie man das Ganze erzählt, das baut eine Beziehung auf. Und weil meine Hoffnung dahinter oder mein Wunsch dahinter war, dass ich einfach wirklich vermittle, dass ich nichts Böses vorhabe. Ich möchte niemanden irgendetwas aufdrängen. Ich möchte einfach nur eine Möglichkeit, eine Perspektive schenken. Wenn sich dann dieser Mensch dafür entscheidet, mit mir zusammenzuarbeiten, dann gebe ich mein ganzes Herzblut, dass ihr Projekt für sich oder sein Projekt für sich gelingt. Einfach mit dem wirtschaftlichen Background, den ich mitbringe aus 5 Jahren Praxisaufbau und Aufbau meines eigenen Businesses. Das sind halt einfach Erfahrungen, die mir niemand nehmen kann und in denen ich einfach so viel Potenzial sehe für unsere Patienten, aber auch für uns Ärzte. Es muss ja auch nicht entweder oder sein. Man kann ja genauso ein Standbein aufbauen, obwohl ich noch eine sichere Anstellung irgendwo habe, beziehungsweise eine eigene Praxis habe. Aber dieser Privatsektor, da dürfen wir einfach lernen, wie die Menschen denken. Und nur weil unsere Patienten dieses Angebot nicht annehmen, muss es ja nicht heißen, dass es nicht irgendwo in Deutschland jemanden gibt, der genau mein Angebot sucht. Und ich glaube, da denken die Ärzte einfach noch zu klein. Und einfach, um ihnen dieses Thema ranzuführen, so wie du das auch machst. Einfach sich mal mit diesen Themen zu beschäftigen. Einfach den Samen in unserem Unterbewusstsein zu sehen, der wachsen darf. Einfach diese Fragen in den Raum zu stellen. Dafür ist der Podcast da. Du machst es ja auch im Interviewformat. Wen lädst du ein in den Podcast? Ich lade vorrangig Frauen und Männer ein, die tatsächlich schon ihr eigenes Business am Aufbauen sind oder sich das aufgebaut haben, die einfach erzählen, wie sie dabei gedacht haben, was Herausforderungen für sie waren. Dann lade ich auch gerne Menschen wie dich ein, die einfach auch in diesem Bereich arbeiten und anders denken. Ich habe auch jetzt mit ein paar Frauen und Männern gesprochen, die so im Bereich Copywriting, ne, alles was so Fähigkeiten sind, über die man sich mal Gedanken machen kann, was auch vielleicht die Sprache auf der Website verbessert. Mit solchen Menschen bin ich auch im Gespräch. Ich denke dann immer so ein bisschen quer und versuche, die rauszufiltern, die tatsächlich einfach einen Mehrwert bieten können. An dieser Stelle nur eine kurze Unterbrechung. Ich habe noch einen Nachtrag für alle Themen, die ihr hier in diesem Podcast immer wieder hört. Ihr könnt Fragen an uns richten unter info@businessdoc.online. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse noch einmal: info@businessdoc.online, egal zu welchen Fragen, ob ihr uns persönliche Nachrichten schreiben wollt, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr Fragen habt zum Thema Startup-Praxis oder jetzt auch zur neuen Business Doc Academy, schreibt uns einfach und wir werden euch innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall antworten. Und jetzt geht's weiter im Business Doc Podcast. Ja, es ist also deshalb so wertvoll, weil eben plötzlich die Sicht auf viele Dinge anders werden kann, wenn man sich mal mit Menschen beschäftigt, die einfach außerhalb dieser Box denken können. Wir kommen ja gleich auf unser beider Thema nochmal. Bevor wir das aber tun, wollte ich noch eine Sache aufgreifen, die du gerade vorher gesagt hast. Und zwar, du hast gesagt, das, was du tust, wird von einigen belächelt. Also vor dem Hintergrund, dass das nicht ernst genommen wird. Also dass immer noch leider der Bauch beziehungsweise das Herz keine Akzeptanz hat, wenn es um das Thema Wirtschaftlichkeit geht und Business geht. Also das ist, ich sage jetzt mal, der knallharte Betriebswirt als Arzt oder der vermeintliche Betriebswirt als Arzt, der sagt, ja, wir setzen das um, wir machen das, da muss ich nicht lange drüber nachdenken und
Also diese beiden Themen beschäftigen oder treffen wir ja sehr, sehr häufig. Das, was der Patient aber möchte, und da kommen wir wieder zu unserem Thema, wie entwickelt sich es langfristig, ist ja etwas anderes. Und es ist vor allen Dingen so, dass meine Erfahrung ist, dass viele Leute, wenn man sie dann mal, ich nenne es jetzt mal, geknackt hat, das gar nicht so mehr sehen. Also letztendlich sind viele viel empathischer, als sie sich das selber eingestehen wollen, zumindest in diesem ersten Ansatz. Ja, also wenn man da mal nachfragt, wenn man dann mal tiefer geht, wenn man mal sich die Zeit nimmt, dann passieren auch bei vermeintlich den härtesten Ärzten, Betriebswirtschaftlern oder sonstigen Menschen Dinge, die man sich vorher gar nicht hätte vorstellen können. Und dann ändern sich auch Strukturen in Praxen. So habe ich das selbst erlebt. Jetzt nicht, weil ich dazu beigetragen habe, sondern weil plötzlich eine Selbsterkenntnis da war oder weil etwas geschehen ist im Umfeld, was das plötzlich möglich macht. Warum glaubst du, ist das noch so? Warum glaubst du, gibt es noch so eingefahrene Strukturen? Also warum, man könnte das jetzt auch auf unser Business aufbreiten, auf so einen Podcast. Warum machst du einen Podcast? Der bringt doch gar nichts. Also ist monetär jetzt, ich kann nicht sagen, ob dieser Podcast in irgendeiner Art und Weise, also wie viel der eingebracht hat, vor allen Dingen nicht, als ich ihn gestartet habe. Ich kann nicht sagen, ich mache das und da kommt etwas bei raus. Das ist für mich eine klassische alte Betriebswirtschaftlerfrage. Was kommt dabei raus, wenn ich das tue? Wissen gibt es im Internet im Moment, dafür braucht man mich eigentlich gar nicht, vielleicht dich auch nicht. Wir könnten recherchieren und könnten sagen, das passt. Was meinst du, warum das immer noch so ist und wir sind im 20. Jahrhundert, sag mal, wir fliegen zum Mond. Ja? Ich glaube, das Letzte, was du gesagt hast, ist ein guter Punkt. Im Internet finden wir tatsächlich alles. Mhm. Wir können uns alles im Internet selber anlesen. Und tatsächlich habe ich in einigen Kundengesprächen auch genau diese Antwort bekommen. Ich mache das mal selber, ich finde doch einfach alles und ich mache meine eigenen Fehler. Mhm. Ich weiß nicht, ob es einfach auch zu der Arztpersönlichkeit dazugehört. Ich war sicher auch so. Für mich kam dann mit diesem Coaching-Prinzip, dass ich Wissen gebündelt in kürzester Zeit bekomme und dann nochmal für mich in meiner Persönlichkeitsstruktur liegt mir einfach mehr. Mhm. Und jetzt nochmal zu dem Thema, warum wir so in Extreme verfallen. So habe ich das jetzt empfunden. Ne? Also wir sind halt der knallharte Wirtschafter und setzen das in der Praxis um. Oder wir sind halt der empathische Arzt und arbeiten nicht wirtschaftlich. Ich glaube tatsächlich, dass wir da die Waage finden dürfen und auch verstehen dürfen, was Menschen heutzutage tatsächlich brauchen. Nämlich gerade durch das Internet und die Digitalisierung leben wir am Bildschirm. Wir können uns sehr gut da drinnen verlieren. Wir verlieren menschliche Kontakte. Aber eigentlich sind wir ja sehr soziale Tierchen, sage ich immer. Und brauchen menschliche Kontakte. Und brauchen das ehrliche Interesse unseres Gegenübers. Und wir als Ärzte sind ja die Vertrauenspersonen schlechthin. Ich glaube, da unterschätzen wir auch vielleicht oft unsere Rolle für unser Gegenüber. Die Menschen machen wirklich das, was wir sagen. Und das ist in den wenigsten Fällen noch so. Ich glaube, das wird vielleicht auch ein bisschen weniger, weil viele sehr differenziert dann auch im Internet nachlesen. Aber gerade Menschen, die wirklich seelisch krank sind, was man ihnen vielleicht gar nicht ansieht, was man nirgendwo messen kann, die brauchen diese menschliche Wärme. Und das ist in einem knallhart wirtschaftlich durchgeplanten System einfach nicht mehr vorhanden. Das ist nicht eingeplant, diese variablen Zeiten. Mhm. Und ja, warum es so ist, weil uns, glaube ich, dieses Schwarz-Weiß-Denken sehr leicht fällt, aber in Graustufen und das Anpassen nicht so leicht ist. Und der Mensch sucht ja eine sehr leichte Lösung für seine Probleme. Und ich glaube, das ist wirklich ein Ansatz, der letztendlich gewinnen wird, aus meiner Sicht. Weil das ist das, was die Menschen suchen, wenn wir den Mittelweg gehen können. Auf der einen Seite natürlich gucken, dass wir uns finanzieren können, aber auf der anderen Seite schauen, dass der Mensch, sowohl der Patient als auch der Mitarbeiter, nicht auf der Strecke bleibt und immer als Mensch gesehen wird. Also ich gerade als du gesagt hast, schwarz und weiß, also ich glaube, genau so ist es, nicht auch der Mediziner oder ist ja eben nicht nur, also man meint ja immer, wenn ich empathisch bin, bin ich das immer und wenn ich empathisch bin, kann ich keine wirtschaftlichen Entscheidungen treffen oder kann ich nicht trotzdem mein Business im Griff haben und kann ich trotzdem erfolgreich sein. Ja? Mhm. Das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Es ist eben dann nicht nur schwarz oder weiß, es ist dieses dazwischen und es ist ja gut, gerade als Unternehmer von allem etwas zu haben und ein bisschen abschätzen zu können und vor allen Dingen dann auch, wie du es jetzt gerade gesagt hast,
andere Menschen zu befähigen, vielleicht Dinge zu tun, die mir als Unternehmer nicht so gut liegen. Also Praxis führen heißt ja nicht nur alles selber machen, ganz im Gegenteil. Unternehmer sein heißt ja auch, Dinge zu delegieren, abzugeben und ein Team zu befähigen, gemeinsam etwas zu entwickeln und eine Praxis groß zu machen. Ne? Deshalb fand ich den Vergleich sehr schön mit Schwarz und Weiß. Wir beide haben uns deshalb, sind deshalb zusammengekommen, weil uns anscheinend etwas verbindet. Und zwar, ich habe mal irgendwann einen Post abgesetzt zum Thema Blue Ocean Strategie. Ja. Und dann hast du sofort darauf geantwortet. Und das fand ich sehr schön. Und so sind wir irgendwie zusammengekommen. Lass uns mal ein bisschen darüber reden, das Thema Blue Ocean Strategie. Bevor ich meine Sicht der Dinge erkläre, fände ich es natürlich schön, weil es ist dein Interview hier, wenn du mal deine Sicht auf die Blue Ocean, auf den blauen Ozean uns gibst. Und was ist das für dich und warum ist diese Idee oder das Thema für dich so spannend? In dieser Idee geht es ja jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt den roten und den blauen Ozean. Im roten Ozean habe ich, sehen wir es mal im Bereich der Praxis, habe ich viele Praxen, die genauso sind wie ich, die genauso arbeiten wie ich. Und ich muss quasi Strategien entwickeln, um mich da hervorzuheben. Und im blauen Ozean habe ich eine ganz eigene Art zu arbeiten. Ich habe einen eigenen Markt und hebe mich einfach dadurch, dass ich ganz anders bin und irgendwie Sachen verbinde und auch wieder weglasse, die in dem Normal so üblich sind, habe ich dann quasi meine eigene Welt erschaffen und habe gar keine Konkurrenz mehr oder nur noch ganz wenig. Aber eigentlich in der eigentlichen Strategie keine mehr. Und ich finde dieses Thema so spannend, weil ich denke, dass wir in heutiger Zeit mit jedem eigenständigen Business, was unabhängig vom Kassensystem oder eigentlichen Gesundheitssystem arbeitet, als Arzt immer in diesem Bereich sind. Weil wir geben in ein Business, was wir als Arzt selber aufbauen, mit all unserer Expertise, mit unseren Überzeugungen, mit unseren Fortbildungen, unsere Persönlichkeit ja mit rein. Und da gibt es keinen, der vergleichbar ist. Wir sprechen immer auch mit unserer Persönlichkeit, alleine weil wir sind, wie wir sind, unterschiedliche Menschen an. Selbst wenn jetzt ein anderer Arzt genau dieselben Themen bearbeitet, ist er eine andere Persönlichkeit. Und das ist gerade beim Arztsein extrem wichtig und oft auch unterschätzt, dass die Patienten nicht unsere Leistung wertschätzen, sondern uns als Menschen, wo sie hingehen und wirklich, ja, den Menschen treffen. Sehr spannend, habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Fällt mir wieder spontan etwas ein, was ich diese Woche gehört habe, nämlich eine Geschichte von zwei Brüdern, die sich ganz unterschiedlich entwickelt haben. Eineiige Zwillinge, die dann getrennt worden sind voneinander. Wahrscheinlich eine fiktive Geschichte, aber ich gebe sie mal kurz zum Besten, wo der eine sagt, warum bist du so abgerutscht in deinem Leben? Warum bist du im Gefängnis gelandet? Und er sagt, ja, was soll ich machen? Mein Vater drogensüchtig, Mutter Alkoholikerin. Meine Eltern haben mich geschlagen, was soll ich machen? Ne? Und der andere wird gefragt, warum bist du so unglaublich erfolgreich geworden? Und er sagt, ja, was soll ich machen? Mein Vater drogensüchtig, meine Mutter Alkoholikerin. Ja. Ich konnte ja nur was aus meinem Leben machen. Und wenn du sagst, dass die gleichen Voraussetzungen bei einer Praxis die Persönlichkeit des Arztes hervorheben und damit er vielleicht seine Patienten bekommt, damit in seinem blauen Ozean schwimmt, weil es absolut seine Persönlichkeit ist, die bestimmt, wie er seine Praxis führt, wie er seine Patienten bekommt und was er mit seiner Praxis und seinen Patienten macht, dann ist das ein sehr, sehr schöner Gedanke und damit auch wieder ganz klar, dass es nicht davon abhängig ist, wie ist mein Status, sondern wie denke ich über mich, was kann ich tun, damit ich mich entwickle und aus welcher Misere in Anführungsstrichen komme ich vielleicht raus. Also wir haben gerade jetzt das Thema Corona beschäftigt uns natürlich alle seit sehr langer Zeit und wir müssen einfach da sehen, wie wir das in den Griff bekommen. Aber jeder kann das ja für sich anders handeln und auch jeder kann da vielleicht seinen blauen Ozean finden und sagen, ich mache jetzt das aus meiner Praxis, was ich mir vorstelle und wie ich gerne vielleicht behandelt werden möchte oder wie ich Patienten gerne behandeln will. Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Das finde ich sehr gut. Aus meiner Sicht wäre dieses Thema blauer Ozean geht sehr stark in die Richtung, was ich gerade gesagt habe mit dem Thema Patientenorientierung, ne, Patient Empowerment, sich mal neue Gedanken zu machen, also die Systemänderung, also dessen, was wir alle oft über das System schimpfen und sagen, ah, das kann ich ja sowieso nichts dran ändern. Doch, ich kann, indem ich einfach mich neu ausrichte, in dem, was ich tun will und vielleicht mal überlege,
was kann ich denn für meine Patienten tun? Wie kann ich vielleicht meine Praxis so aufstellen, dass ich für neue, andere Patienten interessant bin und kann vielleicht dann auch die Kunden, sprich Patienten bekommen, die ich mir wünsche, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte, die mir zuhören, die vielleicht ein Zusatzangebot auch wahrnehmen möchten, was ich anbiete als Arzt, als Medizinerin, als Mediziner. Für mich auch sehr, sehr geht es in die Richtung, was machen wirklich junge Mediziner, also wie präsent sind Mediziner, Medizinerinnen im Netz gerade, also jetzt unabhängig von Influencern tatsächlich, sondern wie stellen die sich da und welche Möglichkeiten geben die uns heute als Community, sich an jemanden zu binden und daraus zu lernen, also Medizin zu lernen aus einer ganz anderen Sicht der Dinge, nämlich indem ich jemandem folge, der mich als Persönlichkeit jetzt schon begeistert. Ich sage, Mensch, der lebt oder die lebt gut, die hat einen guten Lebensstil, die ist gesund, die gibt mir Tipps. Also ganz neue Wege für die Medizin. Aber vielleicht sind wir da gar nicht so weit weg, weil es immer um die Persönlichkeit geht. Ja, ich glaube auch. Und tatsächlich sehe ich da ein Riesenpotenzial, weil ich orientiere mich immer an dem Satz, Menschen kaufen von Menschen. Mhm. Und auch wenn ich meine Chipkarte bei jemandem durchziehen zu lassen, kaufe ich ja im Prinzip. Es ist ja eine bewusste Entscheidung, diese Leistung anzunehmen, auch wenn das jetzt quasi von der Kasse übernommen wird. Mhm. Aber tatsächlich vergessen wir das oft in der Wahrnehmung. Also ich sehe immer wieder Kollegen, die Fortbildung ohne Ende sammeln, aber gar nicht so wirklich es dann umsetzen für ihre Patienten oder es auch vielleicht gar nicht ersichtlich ist, was tatsächlich für den Patienten in der Praxis an Angeboten da ist. Das ist ganz spannend. Und ich glaube, die Wertschätzung des einzelnen Patienten und auch mal hinzuhören, was der einzelne Patient sich wünscht, das ist nochmal ein ganz, ganz großer Bereich, der auch tatsächlich nochmal Gewinn möglich macht. Mhm. Ich glaube, das vergessen wir, weil wir als Arzt denken, unsere Praxis hat zu funktionieren, wie es uns vorgegeben wird, wie das schon immer so gemacht wurde. Aber auch wir haben ja die Möglichkeit, in diesen vorgegebenen Strukturen uns selber zu entwickeln und selber uns mit einzubringen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sich manche einfach nicht trauen, weil sie denken, dann verliere ich vielleicht ein paar Patienten, aber dafür bekomme ich ja die, mit denen ich wirklich gerne arbeite. Das glaube ich, ist sicherlich so, weil man natürlich Sorge hat, in irgendeiner Art und Weise, auch das ist ja wieder ein Anerkennungsthema auch, ne? Patienten wollen das nicht, was ich mache und gehen deshalb woanders hin. Ich glaube, trotzdem ist man langfristig glücklicher und zufriedener und das löst dann wieder noch etwas ganz anderes aus. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, 45 Minuten habe ich jetzt, total interessant, welche Ansätze noch möglich sind für den Arzt, für die Ärztin als Mediziner und Medizinerin. Ich würde mich total freuen, wenn einige dein Angebot so interessant finden, dass sie Kontakt mit dir aufnehmen. Wir werden alle Verlinkungen natürlich zu dir, zu dem Podcast, also Erfolgspodcast für Mediziner und Medizinerinnen in die Shownotes nehmen. Auch deine Verlinkungen auf deine Seite. Du hast eine tolle Homepage. Sagst du mal eben, wie man dich da erreichen kann unter franziskarudolf.de? Genau, www.doktor als Abkürzung, Franziska Rudolf mit PH. Ja. Alles hintereinander weggeschrieben. Genau. Aber wir machen die Verlinkung auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes, damit man sich da selber, wenn man das jetzt nicht schnell genug mitgeschrieben hat, da informiert ist. Ich würde gern mit dir zum Schluss, wie immer, eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen und fangen wir an mit der Einstiegsfrage, die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in der nächsten Zeit, sagen wir mal 5 Jahre? Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass wir den Menschen im medizinischen System wieder mehr sehen, sowohl den Mitarbeiter im System als auch den Patienten, dass wir da Angebote schaffen für Patienten, die einfach die Bedürfnisse besser abdecken in langzeitlichen Betreuungen, in ganzheitlicher Betreuung. Und für die Mitarbeiter, gerade in Klinik und Praxis, dürfen wir einfach mehr schauen, wie sich jeder Einzelne nach seinen Wünschen einbringen kann und nach seinen Stärken auch einbringen kann und damit auch mehr Wertschätzung für sich empfindet. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Potenzial, was wir haben, nicht alle über einen Kamm scheren und alle in ein System drücken, was so schon immer vorhanden war, sondern da wirklich neue Wege gehen, neu denken. Was bedeutet für dich Gesundheit? Haben wir vorhin schon kurz angeschnitten.
Genau, für mich bedeutet Gesundheit die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Wir dürfen nicht unterschätzen, welche Kraft wir in uns haben und auch Potenzial, krank zu werden, dadurch, dass es uns selber nicht gut geht, dass wir uns selber als Mensch nicht gesehen fühlen, dass wir uns ohnmächtig fühlen, dass wir das Gefühl haben, nicht für uns selber entscheiden zu können. Das ist so ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wir haben immer die Entscheidung, wir müssen uns nur trauen, diese Entscheidung zu treffen und das dürfen wir stärken und gerade darauf nochmal ein Augenmerk auch als Arzt für den Patient legen. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin als Unternehmer oder Unternehmerin haben aus deiner Sicht? Außerhalb vom starren Grenzendenken. Out of the box. Und da geht auch mein Herz jedes Mal wieder auf, weil ich glaube, jeder hat da individuelle Ideen. Wir dürfen uns nur trauen, diese umzusetzen, wo wir wieder beim Thema Mut sind. Sehr gut. Ja, gibt es ein Buch, ein Film, was dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Also tatsächlich möchte ich allen, die sie noch nicht kennen, Laura Marlina Seiler ans Herz legen. Sie arbeitet im Bereich Spiritualität, moderne Spiritualität, die jedem Einzelnen von uns zugänglich sein soll. Und sie hat ein Buch geschrieben, Schön, dass es dich gibt. Sie hat noch ein anderes, Mögest du glücklich sein, glaube ich. Und das sind so, es ist einfach ein ganz sanfter Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung. Und dann noch zu unserem Thema habe ich rausgesucht, der blaue Ozean als Strategie. Also wer sich dafür näher interessiert, genau, hält Der gerade kann in man jetzt nicht sehen. Ich habe sie in die Kamera gehalten, weil ich sie liegen Genau. sehen wollte. Genau. Ja, genau. Von Kim und Mo Burke, glaube ich, Mo Burke. Genau, und die sind, es ist wunderbar beschrieben, da ist das nochmal ganz diffizil. Genau, tolles Buch tatsächlich. Wer sich mal mit dem Thema ein bisschen, also jetzt auch von der strategischen Seite beschäftigen möchte, ist das wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Ja, und die letzte Frage: Gibt es einen Podcast-Gast, den du uns hier für den Business Talk Podcast empfehlen kannst, den du vielleicht gerne mal hören würdest, wo du sagst, da glaube ich, dass es ein Mehrwert für den Business Talk Podcast ist? Tatsächlich, und zwar habe ich letztens erst mit der Dr. Charlotte Steinebach gesprochen. Sie ist eine junge Medizinerin, die gerade ihr Studium abgeschlossen hat und sich gegen eine Laufbahn zunächst im System entschlossen hat und da auch wahnsinnig inspiriert. Und sie ja, hat jetzt ein Projekt gestartet, das ist der Healing Temple. Eben genau so, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, der einfach Raum gibt zu sein und seine Probleme aus unterschiedlichen Bereichen anzupassen. Und sie hat da ganz, ganz tolle Überlegungen, die einfach auch einfach businesstechnisch echt wertvoll sind. Sehr schön. Freue ich mich immer sehr über diese Empfehlung. Haben wir kurz im Einstieg, im kurzen Interview vorher schon besprochen. Das ist deshalb so interessant, weil die Mediziner jetzt oder Medizinerinnen, die da jetzt nachrücken in die neue Generation, wirklich tolle andere Gedanken haben, mal mit reinbringen. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und wir deshalb da auch eine ganz andere Generation von Ärztinnen und Ärzten erleben werden, die wir ja, unterstützen müssen, finde ich, und in diesem Weg auf jeden Fall bestärken müssen, auch wenn da vielleicht das ein oder andere Steinchen nochmal im Weg liegt. Franziska, ich danke dir wirklich total herzlich für deine Zeit, für das tolle Gespräch mit dir heute. Ich glaube, ich muss nicht viel sagen zu dem, wie du bist. Man hat das heute gehört, welche Leidenschaft bei dir für deinen Job, für das, was du tust als Arzt, als Ärztin und vor allen Dingen auch, was du weitergeben willst an andere. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute mit dabei warst und für alle die, die heute zugehört haben oder dazu geschaut, hätte ich fast gesagt, das passiert ja nicht mehr. Wir sind ja nicht mehr im Videoformat, aber vielleicht bei YouTube dabei waren. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Freue mich, wenn ihr nächste Woche im neuen Business Talk Podcast wieder mit dabei seid. Bleibt unternehmerisch und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Denkt out of the box. Vielen Dank, schöne Woche. Tschüss. Vielen Dank. We'll be right back.